So, liebe Freunde der Abendsonne, das hier ist momentan hier. Ich zeige euch das mal, ich drehe es mal um, Moment. Ich weiß nicht, ob man das genau sieht. Sieht man das? Ich glaube, man sieht's. So, hier ist Daniel, immer noch am Lernen. Das hier ist unser erstes Vlog. Ist tatsächlich ein bisschen aufwendig, immer die Kamera so dabei zu haben. Ich glaube nicht, dass wir das öfter machen, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch sowas grundsätzlich gefällt. Dann überlegen wir, ob sich das lohnt für uns oder nicht. In jedem Fall, ja, wünsche euch viel Spaß beim Video und was sagst du dazu? War ein cooler Tag heute. Ist eine coole Woche gewesen. Ist ja noch nicht mal eine Woche da. Also, macht's gut. Wir gucken jetzt hier den Sonnenuntergang an. Peace. So, bevor wir losgehen, machen wir erstmal Mate-Tee. Nein, das ist kein Mate-Tee. So, wir brauchen jetzt erstmal Internet. Dann wird ein bisschen gearbeitet und dann gucken wir uns weiter um. Also, wir machen uns jetzt ein schönes Frühstück. Brot. So, wir machen einen schönen Sandwich. Ich nehme das hier erstmal auf. Das schließt bei Subway. Das hier ist ein Melone. Dinosaurier-Ei. Das ist eine Avocado. Okay. Eine tropische Avocado. Da kann man ein paar Tage dran essen. Das ist die Grundlage für meinen Snack. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Bisschen Tomate machen wir drauf. So, wollen wir noch ein bisschen So, Gurke. hier, was machst du hier? Und einen Löffel essen. Ein bisschen Limette noch, soll ja richtig erfrischend schmecken. Auch ordentlich Salat drauf. Glaubt dir keiner. Glaubt mir keiner. Wunderbar, ganz frisches Frühstück. Also, wir sind hier in dem Fitnessstudio von einem Freund. Und können hier einfach gutes Internet haben und von hier aus arbeiten gerade. Und dafür machen wir hier auch als Gegenleistung, drehen wir hier, ein Video von seinem Fitnessstudio und helfen ihm. Ja, hier ist der Daniel am Arbeiten gegenüber. Also wir sind fertig im genau. Fitnessstudio mit Filmen und mit Schneiden. Das ist übrigens eine der vielen Eukalyptuswälder. Sieht traumhaft schön aus, schnell wachsendes, günstiges Holz. Ist natürlich auch eine Monokultur, aber schön sieht es trotzdem aus. So, und das hier ist, nur mal zum Zeigen hier, das ist eine ganz normale Straße. Also dieses Lenkrad war auf dieser Seite. Ja, und dementsprechend ist alles verkehrt rum. Das hier sind nicht Blinker, sondern das hier sind Blinker und auf der Seite ist was? Scheibenwischer. Scheibenwischer. Außerdem gehen die Scheiben verkehrt herum. Gehen sie auf. Wenn ich hier drücke, geht es da hinten runter. Die Seite piept, wenn man raus will, wenn man den Schlüssel rausmacht. Warum? Weil es die Fahrerseite ist. Ja, weil es die Fahrerseite ist, habe ich ja gerade erzählt. Also, so sieht es aus, wenn wir hier rumfahren. Da ist der liebe Flo, der Fahrer heute. Wow.
Wir gönnen uns jetzt eine Melone, die haben gerade Saison hier. No, es ist 4. Mit dem Geld kommen wir noch nicht ganz klar. Okay. Das ist echt schwer. Also hier ist jetzt wohl mal ein Wald abgefackelt. Abgefackelt worden, mein Flo. Alles ganz schwarz und braun. Ja. Jetzt sind wir wieder fast bei dem Haus, wo wir gerade untergekommen sind. Die Melone wird jetzt erstmal runtergekühlt und in einer Stunde oder so kann man sie, denke ich, essen. Ich habe jetzt kurz Salat für uns alle gemacht und mir ein paar Nudeln warm gemacht. Ich freue mich jetzt aufs Essen. Hier trocknet unsere Wäsche. Ja, dann macht das aber nur zwei auf. Und auch der Pool. Also wir sind wieder zu Hause. Erstmal eine kalte Dusche genommen. Jeanette hat gekocht, hat Salat gemacht und so ein bisschen Siesta angesagt. Und wir haben ein bisschen mitgefilmt über den Tag eben. Seht ihr jetzt gerade, nur muss ich das Ganze halt noch zusammenschneiden. Das heißt, damit befasse ich mich gleich noch. Aber ganz entspannt. Immer am Arbeiten, der Typ. Immer am Arbeiten. Jetzt gibt es erstmal Salat hier. Also den restlichen Tag steht eigentlich Spanisch. Spanisch lernen auf dem Programmpunkt die ganze Zeit. Und Essen. Essen, Spanisch, Spanisch, Essen. Spanisch, Essen, Essen, Spanisch. Ich habe mir hier einfach so ein Kinderbuch abfotografiert. Dann haben wir die 1000 wichtigsten Wörter da. Ich schreibe mir das so auf zum Lernen. So, ich mache dann so. Ganz altbacken. Aha, aha, aha. Was heißt Hallo? Hola. Yay, es stimmt. Wunderbar. So, Jeanette hat hier auch. Sie lernt gerade Geld, weil wir wurden heute abgezogen. Wir haben viel zu viel für eine Melone bezahlt. Wir haben für eine Melone 4-5 Euro bezahlt. Ungefähr 4-5 Euro bezahlt. Eigentlich hätte sie 1 Euro kosten. Und hier zahlst du für diese Melone zahlst du ungefähr 1 Euro. Ja. Dann verwenden wir die Apps. Ich verwende Bubble und Jeanette, glaube ich, Duolingo. Duolingo. Und da hinten. Und da hinten lernt Daniel auf dem Trampolin. Vermutlich, weil wir zu laut sind. Las Papas Fritas. Mache ich mir gerade. Wir haben leider nur eine winzige Mini-Pfanne. Das ist wirklich ein reicht für uns drei. Ich mach eine Bratkartoffel. Brate ich mir an. Wir brauchen unbedingt eine dickere Pfanne. Mhm. Weil ich kann nur eine Bratkartoffel anbraten mit einer Zwiebel oder so. Anbratan. So, Daniel spielt mit dem Affen. Hey. Hey. Hallo Blitz. Grüß dich. Hallo. Hey. Da ist. Hallo. Du Baby. Hey. Aber wenn du runterschüttest, ist es ja bitter. Wenn du Kinder drauf beißt, sehr, sehr scharf. So, hier wird schon abgewaschen. Jetzt beiß mal rein und sag, es schmeckt. Nicht reinbeißen, dran lutschen hieß es doch. Dann lutsch mal dran. Und? Süß? Mhm. Ist gut.
So, diese Frucht probiere ich jetzt auch mal hier. Man darf die Kerne nicht zerbeißen, weil es sonst scharf wird. Gell, es wird scharf sonst. Also Kerne nicht zerbeißen, nur lutschen. Doch, ich hab zerbissen, die war richtig süß. Ja? Also, ist echt lecker. So, da sind sie, meine Bratkartoffeln. Eine Bratkartoffel wird mir wahrscheinlich nicht reichen. Jeanette geht jetzt schwimmen. Voy a nadar en la piscina. Ich kann jetzt besser schwimmen, ne? Thank you.